die Vorbereitung ist der Dreier-Check Pflicht. Erstens sollte die Ausdauer gut ausgebildet sein. Dies kann man erreichen mit einem vernünftigen Ausdauertraining moderat. Dies stärkt zum einen das Immunsystem und wir sind in der Lage, auf der Piste eine bessere Figur zu machen. Dies kann beinhalten, im Vorfeld 30 Minuten auf dem Fahrradergometer zu fahren oder ein bisschen Crosstrainer im Fitnessstudio, vielleicht aber auch einfach nur zu walken, ein bisschen zu joggen im Vorfeld. All diese Dinge dienen der Verbesserung der Ausdauer. Neben der Ausdauerleistungsfähigkeit sollte auch die Rumpfmuskulatur verbessert werden. Dies gilt ja ohnehin, aber vor allem auch jetzt im Hinblick auf die zukünftige Skisaison. Bauch- und Rückenmuskelübungen sind auch ein absolutes Pflichtprogramm, aber eben auch die Verbesserung der Beinkraft. Statische Übungen und damit dann auch intensive Kraftübungen für die Beinmuskulatur kann man sich mit dem Rücken zur Wand gelehnt zunächst in 110 Grad Beugung der Knie an die Wand statisch setzen. Das kann mit 30 Sekunden beginnen, dann 40, 45, 60 Sekunden Haltearbeit verrichten, um sich dann wieder aufzurichten und sich die Beine wieder zu lockern. Dies kann 3 bis 4 Mal durchgeführt werden, vielleicht auch mehrmals am Tag. Dann ist man zumindest von der Beinkraft hier deutlich besser vorbereitet. Neben der körperlichen Fitness ganz wichtig der Ausrüstungscheck. Wie alt ist der Helm, wie gut oder wie alt ist die Skibindung? Beim Helm ist zu berücksichtigen, wenn es einmal einen Crash gegeben hat, sollte der Helm unbedingt ausgetauscht werden. Zusätzlich ist es ohnehin notwendig, alle 2 bis 3 Jahre den Helm zu überprüfen, weil auch hier die Materialien ermüden können und dann sollte der Helm ebenso ausgetauscht werden. An alle die, die noch keinen Helm tragen, jetzt einen kaufen. Zusätzlich ist die Überprüfung der Skibindung sehr, sehr wichtig, um im Notfall die Bindung eben auch auslösen kann. Dies sollte auf jeden Fall durch einen Fachmann erfolgen. Also bitte nicht selber an der Bindung herumschrauben, sondern zwingend in ein Fachgeschäft gehen und entsprechend des Körpergewichtes und der Statur dann die Bindung einstellen.